Ein tragischer Unfall ereignete sich in den Morgenstunden in Halle-Neustadt. An der Haltestelle Schwimmbad übersah ein 23-jähriger Fußgänger um 10.05 Uhr die herannahende Straßenbahn der Linie 2. Der junge Mann wurde erfasst. Die sofort eintreffenden Rettungskräfte versuchten ihr Bestes. Wir haben hier die Person mit Hebekissen unter der Straßenbahn vorgezogen und den Rettungsdienst übergeben. Doch sie konnten nichts mehr für den Studenten aus Marokko tun. Er verstarb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Schon nach kurzer Zeit waren die Gehwege von Schaulustigen gesäumt. Alle fragten sich, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wissen wir, dass der junge Mann noch eine Straßenbahn erreichen wollte, die in Richtung Weststraße unterwegs war und er womöglich aus Unachtsamkeit dann die in Richtung Innenstadt fahrende Bahn einfach übersehen hat. Die Bahn war mit einer Geschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde in die Haltestelle eingefahren. Der 32-jährige Fahrer hatte keine Chance, den Unfall abzuwenden. Schon bei einer Geschwindigkeit von 20 km/h hat eine Straßenbahn einen Bremsweg von etwa 9 Metern. Der Fahrer wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. Dabei hatte die Habag in den letzten Jahren enorm aufgerüstet. Die roten Signale wurden vergrößert, Piktogramme und zusätzliche Schilder als doppelte Warnung für Fußgänger installiert. Das, was wir tun konnten, im Rahmen des Möglichen, haben wir sicherlich getan, die Schonsicherung, Fußgängerpforten noch sicherer zu gestalten. In den letzten 2 Jahren haben wir ca. 60.000 Euro dafür in die Hand genommen und ausgegeben, um einfach die Unfälle zu verhindern. Was heute bei dem Unfall natürlich sicherlich dazu mit beigetragen hat, dass die Person, die tödlich verunfallt ist, bei der Überquerung einen Kopfhörer aufhatte, die nach unserem Erkenntnisstand von der Gegenbahn als Zeuge gesehen wurde, was natürlich dann sicherlich die Wahrnehmung von herannahenden Straßenbahnen noch zusätzlich erschwert. Auf der Strecke zwischen Halle und Neustadt gab es in den letzten 13 Jahren insgesamt 47 Unfälle mit Personenschaden. Alle waren auf Unachtsamkeit der Fußgänger zurückzuführen. Es ist der 6., der tödlich endet.